Hallo zusammen, ich bin's, der bärtige Björn, und schon wieder Björns Ballereien. Was ein Tag das schon wieder ist. Unglaublich. Ist auch egal, denn ich bin ziemlich stolz auf das hier zu sehende Gameplay. Okay, ziemlich stolz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich schon wirklich gefreut, als ich das hier geschafft habe. Also das ist länger her, dass ich mich so gefreut habe. Denn es ist ein Pistol, es ist eine Pistol-Only-Nuke. Also Only ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich mache doch wieder ein paar Kills mit den mehr Support, aber alle anderen Kills sind nur mit meiner schallgedämpften M9, und ehrlich gesagt, ich finde, das ist schon eine Leistung. Also einfach war das auf jeden Fall nicht, das kann ich euch sagen. Ich habe da jetzt heute und auch schon vor ein paar Tagen mal mehrere Stunden dran verbracht, also das waren mindestens 5-6, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so scheiß drauf, kein Hard Trying mehr, jetzt wird ein bisschen Musik angemacht und währenddessen gezockt, und dann plötzlich ging's. War schräg, aber ist ja auch egal. Ein weiterer Grund, warum ich stolz bin auf das Gameplay hier, ist, ich habe nicht wirklich so defensiv gespielt. Finde ich jetzt, denn ich ändere meine Position ziemlich oft. Also jetzt zumindest bis zum Harrier danach. Natürlich sitze ich rum, weil ich da im Chopper gerne sitze und so weiter. Aber bis dahin ist ziemlich viel Laufarbeit getan. Kurz mal zur Klasse. Pistol ist eigentlich ziemlich wurscht, also die sind alle gleich schlecht, sage ich jetzt mal. Ich würde aber die M9 empfehlen, weil die hat das größte Magazin, glaube ich. Ich glaube, die USP hat weniger, und Desert Eagle und Magnum sowieso. Natürlich machen Deagle und Magnum deutlich mehr Schaden, aber die Magnum hat natürlich nur 6 Schuss und Deagle logischerweise diesen ganz schrägen Rückschuss, den man nur sehr schwer kontrollieren kann. Deswegen würde ich zu M9 raten. Die ist auch noch recht präzise und kann eben auch den Schalldämpfer ausrüsten. Also das können Deagle und Magnum nicht. Bei USB bin ich mir gerade nicht sicher. Primärwaffe ist logischerweise egal, die werdet ihr eh nicht benutzen. Also egal ist es nicht, das stimmt nicht. Denn ihr tut euch wahrscheinlich deutlich leichter, wenn ihr eine Sniper, so wie ich hier, mitnehmt, oder ein SMG, denn mit denen ist man ja ziemlich beweglich. Also man ist am schnellsten. Also mit dem LMG würde ich das auf jeden Fall nicht probieren, weil das macht für mich recht wenig Sinn. Hier ist jetzt schon der Harrier, glaube ich, ja. Hier ist der Harrier. Und jetzt mache ich das auch gleich ein bisschen schneller, weil hier hocke ich jetzt ziemlich lange in dem Haus drin, weil ich noch nie so nah dran war. Und plötzlich kam auch ziemlich überraschend, dass ich dann, obwohl ich eigentlich fast nichts gehört habe, plötzlich locker flockig auf dem besten Weg zu Nuke war. Und deswegen war ich dann ultra defensiv. Zurück zur Klasse, dann habe ich noch Plünderer dabei. Das ist das einzige Perk, wo ich wirklich sagen muss, das ist ein absolutes Muss. Also Plünderer, ohne das könnt ihr das vergessen, weil 7 Kills mit, sagen wir mal, wie viel Schuss werden es ungefähr sein? Ich glaube 30 oder 40. Das hört sich jetzt eine Menge an, aber, also sorry, das ist ein bisschen mehr als ein Magazin in einem Sturmgewehr. Ihr werdet bestimmt mehr als, ihr werdet bestimmt mehr Schüsse mit einer Pistole brauchen als mit einem Sturmgewehr. Denn die machen erstens weniger Schaden und zweitens seid ihr damit auch wahrscheinlich unpräziser. Denn wenn man sich so darauf konzentriert, schnell zu tippen, was man natürlich muss, weil sonst habt der Gegner doch sehr viel Zeit einzutöten. Dann muss ich sagen, ist es ziemlich schwierig, alle, also die ersten 3 Schüsse zu treffen, weil ich glaube, das sind in 3 Schüssen tötet man mit der Pistole. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Also auf jeden Fall Plünderer, unglaublich wichtig, dann kann man auch Claymores verwenden. Ich glaube, mit der mache ich hier einen Kill. Genau, und sonst Feuerkraft ist natürlich recht nützlich, aber die eine Kugel mehr oder weniger ist dann auch schon wurscht. Und das dritte ist dann, okay, Lagebericht Pro oder Ninja Pro für die mit Headset. Und sonst würde ich ruhige Hand empfehlen, weil man größtenteils im Nahkampf sich befindet. Also das heißt, wenn sich größtenteils darin befindet, man sollte sich im Nahkampf befinden, denn über größere Distanzen ist man ziemlich aufgespissen, logischerweise, weil die Iron Sights sind ziemlich schlecht. Und auch der Schaden ist dann extrem niedrig, da braucht man dann irgendwie 6 Kugeln oder so. Ja, das ist nicht mehr so gut zu meistern. Und sonst gibt es hier eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ich habe jetzt hier noch einen Kill gemacht und jetzt kommt gleich der letzte. Und danach sterbe ich noch ein paar Mal, also das ist völlig entspannt jetzt noch. Wie man sieht, ich bleibe jetzt hier hinten, weil ich völlig Panik bekommen habe. Und ich glaube, genau hier hinten läuft er, den hole ich mir jetzt. Das ist dann der Kill, den ich jetzt zu Noob kill. Und sonst, wie gesagt, danach ist nicht mehr viel. Hier ist jetzt 25 Kills, Pistol, sagen wir mal, sind 10 oder 11 davon.
was ich eine starke Leistung finde, da bin ich wirklich stolz drauf. Also deswegen würde ich mich besonders freuen, wenn es ein Like-Kommentar gibt. Okay. Jetzt macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob es dann 3 oder 4 sind, aber mich würde es trotzdem freuen. Okay, also jedem, dem das gefallen hat, haut doch mal ein Like rein. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt gibt es noch, okay, eine Meldung habe ich noch. Und zwar, MW2 ist doch noch nicht so tot, wie ich es mal angesprochen habe. Wo ich gesagt habe, irgendwie noch 3-4 Videos. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Denn ich habe MW3 wieder gespielt. Und, also, sorry, damit kann ich irgendwie echt nichts mehr anfangen. MW3 lässt mich ziemlich kalt. Deswegen, naja, jetzt mache ich halt weiter MW2. Und jetzt, Black Ops 2 werde ich mir nicht sofort kaufen. Und Black Ops 1 habe ich nicht mehr. Fand ich auch nicht so toll. Aber was bald kommt, ist Madden und NBA. Und ich habe es in meinem allerersten Video gesagt, dass ich das mal spielen werde. Und diese zwei werde ich jetzt spielen und die werde ich auch hochladen. Und bis dahin, nicht vergessen, stutzen, nicht rasieren.